Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. Ihr seht, der Herr war mal wieder fleißig und hat ein paar Runden hier mit dem Wender gedreht, denn wir müssen Heu herstellen und damit habe ich schon ordentlich begonnen. Ein bisschen was steht jetzt noch, das dachte ich mir, machen wir noch schnell zusammen und dann heißt es heute, it is Erntezeit. Wir müssen nämlich Sorghumhirse ernten, also schnell rauf auf den Bock und dann geht das auch schon los. Zack, einmal zu den Lachs und dann machen wir die Kreuzlinie noch schnell aus, machen GPS rein, machen den ganzen Lachs hier an und dann fahren wir auch schon los. So, und bevor wir heute starten, zwei Sachen. Erstmal, viele von euch haben mich gefragt, Ansgar, du bist hier auf der FarmCon, wo ist die denn und vor allen Dingen, wann ist die? Ich werde euch hier unter dem Video hier in die Videobeschreibung, werde ich euch nochmal den Link für die FarmCon-Tickets reinsetzen. Da könnt ihr euch also einfach ein Ticket buchen, wenn ihr vorbeikommen möchtet. Ist, glaube ich, am 23. und am 24. Juli in Mannheim bei John Deere, wenn ich mich nicht täusche. Also nagelt mich nicht drauf fest. Schaut da gern vorbei und ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn wir uns da sehen würden. Aber das nochmal schnell als kleiner Nachtrag. Guckt es euch einfach selbst nochmal an und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da vorbeikommen möchtet oder nicht. Da gibt es dann auch immer Action mit dem LS und so und dann gibt es viele Vorträge und da sind ja auch viele YouTuber vor Ort und so. Ich finde das immer sehr nett und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich da einige von euch dann eben treffen würde. Aber wenn euch das zu weit ist oder ihr das irgendwie nicht einrichten könnt oder so, ist es natürlich auch nicht dramatisch. So, und dann noch eine Sache. Ihr merkt, der Mann ist mal wieder in Plauderlaune heute. Ihr glaubt nicht, wen ich vor anderthalb Wochen getroffen habe. Ich finde es selbst auch ein bisschen lustig. Die meisten von euch kennen den vermutlich gar nicht mehr, weil das ist schon Urzeit. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir, ich glaube zum LS17 haben wir zusammen aufgenommen. Vielleicht auch noch kurz was im LS19, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich glaube vor allen Dingen im LS17 und im Bausimulator. Und da ist es vermutlich auch schon klar, worum es geht. Ich habe nämlich vor anderthalb Wochen den Lion Gamer getroffen. So, und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Lion Gamer noch kennt, ob ihr damals die Videos gesehen habt. Wie gesagt, ist schon echt lange her, also die meisten werden es, glaube ich, nicht mehr kennen. Aber wir haben uns auf der Insel Jüst getroffen, also wir haben uns verabredet. Er hatte irgendwie Urlaub und dann hat er einfach mal angefragt und eigentlich hat mir das zeitlich gar nicht gepasst, aber ich dachte mir, den Lion Gamer, den muss man einfach nochmal treffen und dann habe ich irgendwie spontan da so einen kleinen Urlaubstag eingelegt und es war wirklich herrlich. Es war herrlich, wir haben uns auch noch über die Projekte von damals kaputt gelacht und haben da ein bisschen geschnackt und ja, ist ganz interessant, was er so heute macht und er war auch ziemlich interessiert daran, was so auf YouTube heutzutage abgeht und so. Ist einfach, also ich muss es euch so sagen, es ist, glaube ich, ja, ich glaube, es ist der sympathischste Kollege so in diesem ganzen YouTube-Ding, den ich in den letzten Jahren erlebt habe. Also wirklich, Lion Gamer ist wirklich ein unglaublich angenehmer Kerl. Also so charakterlich. Muss ich einfach sagen. Ich denke mal, das hat man auch immer so ein bisschen in Videos gemerkt, wir hatten da auch immer einen Heidenspaß und dann hat er sich auch sehr dafür interessiert, wie das so sein kann, dass so der Kanal dann so groß geworden ist und so und ja, ich habe mich natürlich auch über seinen Job dann so ein bisschen erkundigt. Es war einfach nett, es war ein herrlicher Tag und den habe ich vor anderthalb Wochen dann tatsächlich mal wieder gesehen. Und es ist auch, also er hat sich auch, für, also so von der Person her hat er sich auch gar nicht verändert. Es war herrlich. Naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Erinnerungen daran. Ich erinnere mich auf jeden Fall lebhaft an die ganzen Projekte, die wir da zusammen gemacht haben. Die Forstprofis und die Bauprofis, das waren noch Zeiten, ne? Herrlich, war ein richtig schöner Tag und wie gesagt, einfach so ein richtig netter Mensch ist der Lion Gamer, der Leon. Muss man sagen. Ja, und dann habe ich vor ein paar Tagen, war ich auch noch auf den DLG-Feldtagen, habe da auf Instagram mitbekommen. Und da habe ich nicht nur den Fabian getroffen, den von hinten, sondern ich habe auch den Landwirt in MV getroffen. Und das war auch witzig. Man hat sich so begrüßt, als kennt man sich schon ewig. Dabei haben wir uns das erste Mal gesehen. Aber auch ein super sympathischer Kerl. Also genauso wie in den Videos. Klasse. Habe ich einiges erlebt, ne? Allgemein waren die DLG-Feldtage wirklich ein Erlebnis. Also ich bin da so privat hingegangen. Habe das, glaube ich, auch gar nicht in den Videos irgendwie vorher angekündigt oder so. Weil ich war ja auf meiner Trägertour da. Wisst ihr, was wir heute mal machen? Wir machen heute mal was richtig Beklopptes, machen wir heute mal. Hör mal, weil heute schön Wetter ist. Und Leute, ich habe so gute Laune, ne? Da müsst ihr heute einfach mal ertragen, alle zusammen. So, wir machen nämlich jetzt mal Folgendes. Wir lassen
Ne, den Wender, machen wir den Wender noch sauber. Och, der ist noch sauber. Das geht so. Dann stellen wir den erstmal rein. Stellen wir den, glaube ich, neben den Meer hier vorne. Und, oder? Passt das? Doch, das passt, ne? Nee, das passt nicht. Stellen wir den vor den Meer. Ist auch nicht gut. Ist taktisch unklug. Aber wir haben zu wenig Platz, wir brauchen mehr Hallen. Stellen wir den hier ab. Ein bisschen schief. Leicht angeschrägt. So, dann steigen wir einmal schnell aus. Ich habe übrigens auch alle möglichen Mods geupdatet. Gleich mehr zu den Feldtagen. Aber jetzt machen wir schon mal Folgendes. Ich will ja eigentlich zur Ernte, und das mache ich jetzt gleich auch, aber ich tue hier schon mal den Schwader dran. Das ist ja, ich habe das ja jetzt in der Realität auf meiner Trägertour auch immer mal wieder miterlebt, ne? Das ist ja schon eine Prozedur, ne? Also jetzt so ein Wender anzuhängen ist vielleicht nicht so kompliziert, aber bei einigen größeren Geräten, wo man eben auch mehrere Sachen dann ausheben kann, das ist ja richtig anstrengend da, die ganze Hydraulik zu verbinden, Subwelle und hier und da und tralala und dann das mit den Steuergeräten noch und dann muss man das auch noch auf den Joystick legen und so, dass es dann auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll und so. Oh, richtig kompliziert. Es dauert schon so 5 Minuten oder 6 Minuten und dann immer mit den Unterlenkern, dass es auch ja passt und dann muss man noch mal mit dem Fuß da irgendwie dagegen drehen und so. Das ist man ja aus dem Landwirtschaftssimulator gar nicht so gewohnt. Die Landwirte an euch werden jetzt vermutlich lachen und sagen, ja, Ansgar, so ist es im wahren Leben. Ja, weiß ich jetzt auch. Aber so als LS-Spieler kriegt man das ja nie so richtig mit. So, den lassen wir hier stehen. Und jetzt machen wir wieder was Unrealistisches. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Nee, wir machen erstmal den Drescher ready. Das machen wir mal als erstes, denn wenn ich es richtig gesehen habe, ist unser Sorghumhirsefeld fertig. Genau, das ist erntereif. Und das heißt, wir rücken aus mit dem Drescher. Und da machen wir gleich ein bisschen was Beklopptes. Ich glaube, ich mache das mal so, dass ich mit dem Fendt hier vorne, der hat noch seine Asphalttrennscheiben drauf, seine Pflegebereifung. Mit dem fahre ich mal gerade vor und nehme das Schneidwerk mit. Den Schneidwerkswagen. Da muss ich mich hier nicht so durchquälen. So, genau. Also ich war auf den DRG-Feldtagen. Da war ich auch relativ privat. Also ich habe das jetzt nicht groß angekündigt oder so, sondern ich war auf meiner Trekkertour halt zur Vorbereitung da. Habe mir das da angeschaut. Und dann dachte ich mir, gut, dann fährst du mal runter und guckst dir das auch mal so in der Realität an. Beziehungsweise im fertigen Zustand, nicht in der Realität. Wie das dann da eben aussieht. Knapp, aber passt. Jetzt muss ich hier allerdings noch eine Ehrenrunde drehen, weil ich hier so nicht aus dem Tor rauskomme. Dann fahren wir da vorne raus. Ja, und das war echt, also es war richtig cool anzusehen und es war mega entspannt. Also wer schon mal auf der Agritechnica war, der weiß, du kommst da rein in die Messe und da ist der Stress auf den Fluren, ne? Du musst nicht mal mit irgendwem reden, überall Stress, Stress, Stress. Und so war es auf den Feldtagen überhaupt nicht. Da waren alle mega gechillt, mega entspannt. Ich habe mir viele Sachen angeschaut, ich habe mir viele Sachen angehört, habe mit vielen Leuten geschnackt, so aus der Branche. Es waren, glaube ich, gar nicht so viele Zuschauer da, aber so aus der Branche, die ganzen Landmaschinenhersteller und so, da kennt man ja mittlerweile auch einige. Und da konnte man da irgendwie bei der Hitze, dann konnte man immer so ein bisschen sich mal erkundigen und auch da habe ich wieder viel gelernt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was Donausilfie ist und warum die manchmal angebaut wird. Was da der Vorteil ist, ja, wir müssen andersrum. Das fand ich ganz interessant. Dann habe ich über Maisarten haben wir viel uns was anschauen können. Also es geht da auch vor allen Dingen so um den Anbau, um Pflanzen eben. Dann sieht man da ganz viele unterschiedliche Weizenarten und Gerstenarten. Ach, es ist unglaublich, was man da alles entdecken kann. Also das ist so der Fokus und dann gibt es da auch immer so. Wobei, wir können das mal so lassen. Ich glaube, ich nehme das so. Ah, ich nehme das so. Machen wir hier aus. Dann gibt es da auch immer so Vorführungen, wo dann ganze Kolonnen an modernen Traktoren natürlich von Klaas, von
New Holland, von Fenn, von Messer Ferguson, von Valtra, von John Deere und so, fahren dann alle da zum Feld und dann wird da ein bisschen was vorgeführt mit unterschiedlichsten Anbaugeräten. Also das war alles sehr, sehr spektakulär und interessant. War wirklich eine gute Idee, da sich mal einen Tag Zeit für zu nehmen und sich das eben anzuschauen. So, jetzt fahren wir mit dem Drescher hinterher und dann brauchen wir noch einen Anhänger. Und wie gesagt, da habe ich dann viel auch mit Fabian gequatscht. Und kurz mit Landwirt in MV. War auch eine coole Nummer. Tja, einiges hat er erlebt, ne? Deswegen kamen auch weniger Videos. Und dann natürlich die Trägertour-Videos immer noch schneiden. Und ich sag euch, das ist wirklich... Also ich finde die ja echt cool, ne? Aber das ist richtig aufwendig. Wir haben so viel gedreht. Und da gibt's auch... Ich habe auch einige witzige Szenen schon rausgeschnitten. Weil irgendwann ist auch zu viel. Viele von euch haben ja auch gesagt, Ansgar reißt das Holz hier ab. Das nervt nur. Vielleicht mache ich das irgendwann mal vor dem nächsten Safe Game. Oder vielleicht zum übernächsten Safe Game, dass man da auch noch ein bisschen was hat. Mal schauen. Ich werde jetzt übrigens, ich habe ja in der letzten Folge hier mit dem... Habe ich das da gesagt? Ich hatte es auf jeden Fall im Kopf. Ich weiß nicht mehr, ob ich es schon erwähnt und angekündigt habe. Aber ich möchte hier meinen Hof erweitern. Das habe ich schon gesagt. Und ich möchte einen Schweinestall als nächstes bauen. Weil Schweine sind so das Einzige, was mir noch fehlt. Und das habe ich in den letzten LS-Teilen auch immer sehr schlecht behandelt. Oder sehr stiefmütterlich behandelt. Und das ist hier wirklich nicht so gut draufgesetzt. Naja, gut. Upsa. Ich glaube, hier haben wir kurz mal einen Fall für die Leute von der Stadt. Die müssen das Verkehrszeichen da, glaube ich, nochmal aufrichten. Komme ich hier die Straße runter? Ich glaube, das wird zu knapp, ne? Komme ich da vorbei? Doch, es funktioniert. Dann fahre ich mal schnell die Straße runter und mache dann hier meine Bahn. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner, als wenn ich jetzt hier direkt am Feldrand reinsteche. Wir haben auch, glaube ich, keinen Feldweg. Keinen direkten Zugang zu unserem Feld hier. Wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal einen anlegen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. So. Genau, also Schweine habe ich immer relativ stiefmütterlich behandelt, auch im LS19. Und weil das eben so ist, dachte ich mir, mache ich das jetzt hier im Frankreich-Projekt und es passt ja auch ganz gut. Allerdings, und das sage ich schon mal vorab, da könnt ihr mal eure... Wer hat denn hier wieder die Zapfwelle vergessen? Der Klassiker. Ist mittlerweile ein Running Gag hier schon, ne? Ungewollt. Wir müssen... wenn ich das tatsächlich mache, müssen wir das auf jeden Fall so machen, dass ich einen Kredit dafür wieder aufnehme. Das sind ungefähr 200.000 Euro. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt handhaben würdet. Ja, ich bin mir unsicher. Ich meine, das ist natürlich blöd, immer alles mit Kredit zu finanzieren. Wobei, wir haben ja jetzt auch nicht Unmengen an Dingen hier mit Kredit finanziert. Aber anders wird es nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich extrem viel, was jetzt so in den nächsten Monaten, spätestens im nächsten Jahr relevant wird. Wir haben unglaublich viel Kapital gebunden, wir haben Bäume angesät. Das wird, allein die Bäume, die paar Bäume, die wir da haben, die werden vermutlich schon 50.000 Euro oder sowas einbringen. Dann haben wir Rinder, ne? Wir haben Schafe, die sich jetzt bald vermehren und fleißig Wolle produzieren. Wir haben jetzt ganz frisch die Spinnerei. Da habt ihr auch geschrieben, Ansgar, du hättest erst die Waren reintun sollen und dann... die Spinnerei kaufen sollen. Ich weiß, dass man das so machen kann. Ich finde es aber ziemlich frech. Aber ja, das kann man so machen. Dann wird man nämlich noch dafür bezahlt. Ist wie gesagt ein bisschen eine kleine Frechheit. Dann haben wir ja hier diverse Ställe gekauft. Wir haben Hühner, wir haben Kühe, wir haben auch den Kuhstall natürlich noch und wir haben Maschinen und so. Also wir haben unglaublich viel Kapital gebunden. Wir könnten jetzt natürlich einfach Tiere verkaufen und hier was verkaufen und da was verkaufen und uns dann vermutlich über so ein paar Verkäufe auch den Schweinestall leisten.
oder mit einem Mini-Kredit dann von 20.000 oder 30.000 leisten. Aber das möchte ich ungern machen, weil ich glaube, dann würde man sich da, ja, dann würde man viel aufgeben dafür. Also, wenn er sagt, jo, nimm dir einfach deine 200.000 dafür auf an Kredit, dann machen wir das gerne. Wenn er sagt, ne, finden wir blöd, dann müssen wir es irgendwann im nächsten Jahr machen. Dann muss ich erstmal ein bisschen sparen. Das soll übrigens auch das letzte Mal sein, dass ich hier mit meinem Drescher unterwegs bin. Denn der ist ja schon ein bisschen alt. Unsere Flächen werden langsam größer und die Arbeitsbreite ist jetzt nicht... Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht ganz doll. Von daher... muss der irgendwann mal ausgetauscht werden und ich denke, im nächsten Jahr ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Auch da weiß ich noch nicht so ganz, wie wir das finanzieren. Aber irgendwas wird mir da schon einfallen. Auch da, also wenn wir dann Stoffe verkauft haben und so, ne? Ach, da wird schon, das wird schon noch ordentlich scheppern. Finanziell. Bin ich mir ziemlich sicher. In Südeuropa ist aktuell auch schon Erntezeit, ne? In einigen Regionen in Deutschland vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ja immer so, ja, Juli, August, sowas, ne? Kommt immer sehr aufs Wetter an, ist ja klar. Aber jetzt, also in den ersten Ländern wird schon geerntet, weil es so heiß war und so trocken. Und das ist natürlich immer sehr schlecht. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr in der Landwirtschaft tätig seid, gute Ernten dieses Jahr habt. Ich würde es euch sehr gönnen. Vor allen Dingen bei den aktuellen Preisen. Wäre wünschenswert. So. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Und sobald der Drescher voll ist, machen wir das, was ich gerade bekloppt genannt habe. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Da habe ich jetzt irgendwie nach dem letzten Trägertour-Video habe ich da ein bisschen Lust drauf. Zack. Und zurück. Ich bin jetzt übrigens, das muss ich euch auch noch erzählen. Komm, wenn ich heute hier schon mal so in so einer Quatschlaune bin. Ich bin jetzt übrigens, ich habe euch ja schon mal vor vielen Monaten gesagt, dass ich jetzt TikTok-Star bin, ne? Das war, glaube ich, noch im letzten LS auf der Hof Bergmann. So, da muss ich aber sagen, da habe ich mich getäuscht. Damals war ich noch keiner. Jetzt bin ich einer. Ich habe nämlich meinen ersten wirklich viralen Hit gelandet. Das war auch gar nicht beabsichtigt. Ich habe einfach mal so ein paar Clips hochgeladen von der Trägertour eben auf TikTok. Und vielleicht wurde euch das, wenn ihr TikTok habt, die meisten von euch werden es vermutlich gar nicht installiert haben, aber die wenigen, die es installiert haben, haben es vielleicht mitbekommen. Ich bin nämlich viral gegangen mit einem Clip von der Trägertour. Ist direkt aus der ersten Folge, als ich da angesprochen wurde von dieser Mutter. Das war übrigens, mir wurde ja vorgeworfen in den Kommentaren, das sei vielleicht gestellt gewesen. Da kann ich euch sagen, es war nicht gestellt. Ich bin wirklich aus diesem Werksgelände rausgefahren. Ich hätte eigentlich links fahren müssen, aber da waren irgendwie LKW oder sowas. Deswegen bin ich rechts rumgefahren. Und das war so ein kleiner Schleichweg direkt am Werksgelände. Und dann stellte sich auf einmal diese Dame da in den Weg. Und dann hat sie irgendwie mir erzählt, dass sie ein Lohnunternehmen hat. Und irgendwas, dann musste ich, glaube ich, oder sollte ich noch irgendwie ein Video oder eine Sprachnachricht oder sowas für den Sohn aufnehmen oder so. Habe ich natürlich gerne gemacht, aber ich fand es absurd. Aber es war nicht gestellt, also es war wirklich real. Und diesen Clip habe ich hochgeladen in gekürzter Form auf TikTok. Und der hat jetzt, glaube ich, irgendwie 1,6 oder 1,7 Millionen Aufrufe oder so. Und da sind sogar französische und tschechische Kommentare drunter. Also, wenn das nicht viral ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich habe auch festgestellt, auf YouTube gibt es wirklich von euch sehr nette Kommentare. Das muss ich auch wirklich, das stelle ich immer wieder fest. Aber auf TikTok ist die Stimmung eine andere. Da weht einem auch manchmal schon so ein bisschen eisiger Wind entgegen. Und auch schon mal ein bisschen beleidigt. Kann den Typen nicht sehen. Ja, und mehr will ich hier gar nicht wiedergeben. Das war noch eine der netteren Äußerungen. Da gab es auch ganz viele selbsternannte Experten. Naja, finde ich aber lustig, wie einfach das geht. Auf YouTube ist es ja schon relativ kompliziert, dann irgendwie mit seinem Kanal groß zu werden, aber TikTok ist anders. So, jetzt haben wir es. Ne? Wir haben fast den Drescher voll, 40% noch ungefähr müssen wir.
Ich mache auch noch ein zweites, ich glaube, ich mache sogar noch ein drittes Vorgewende, weil es gerade bei den Bäumen hinten ein bisschen schwierig ist, sonst zu wenden. Da gönne ich mir noch ein bisschen. Was? Und dann können wir gleich den Abfahrer holen. Das machen wir nicht mit dem John Deere. Machen wir auch nicht mit dem Finn. Könnt ihr schon ahnen, in welche Richtung das geht. Ja, Leute, ich freue mich irgendwie auf die FarmCon. Ich glaube, das wird cool. Ich hoffe, es gibt auch so eine kleine Werksführung dann. Gab es ja damals bei Klaas auch. Dann sieht man mal. Also das soll, mir wurde gesagt, ich habe mich da die Tage noch mit jemandem drüber unterhalten und der war auch irgendwann mal bei John Deere. Und der hat gesagt, die Werksführung soll da sehr cool sein. Ich hoffe, dass es eine gibt, obwohl es dann eben Wochenende ist. Aber vielleicht gibt es sie auch nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird das eine schöne Sache und man wird auch mal wieder alle YouTube-Leute da so treffen und so. Das freut man ja auch immer. Auf der ersten FarmCon, der, muss ich nochmal drauf zurückkommen, der Line Gamer, der hat ja immer so ein kleines Geheimnis aus seinem Gesicht gemacht, ne? Also der wollte nicht, dass er gefilmt wird, ist ja auch sein gutes Recht. Und hat auch bis heute, glaube ich, in keinem seiner Videos sein Gesicht gezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Ne, ich glaube, das hat er nie gemacht. Aber auf der ersten FarmCon, das war ja noch so eine ganz urige Veranstaltung, da war ich auch schon. Die war damals in der Nähe von Nürnberg und da sind da natürlich ganz viele Leute immer mit ihren Kameras und da hat er war auf irgendeinem Video zu sehen und das hat irgendein Zuschauer damals herausbekommen und hat es dann in die Kommentare geschrieben. War auch dann nicht schlimm für ihn oder so, aber das war das einzige Mal, dass man, glaube ich, öffentlich sein Gesicht gesehen hat. Einfach geleakt. Aber ich weiß nicht mehr, auf welchem Kanal das Video war. Auf meinem war es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht mehr, wo man das gesehen hat. Aber fand ich lustig. So. Das Ding ist voll. Dann machen wir den Kram hier einmal auf. Machen mal die Haspel aus. Und wir können auch schnell mal rüber rennen. Machen wir das so. Also eigentlich gerade bei dem Wetter, das ist auch wieder so eine Sache. Da muss ich sagen, das fehlt mir hier im LS wieder mal. Gerade bei dem Wetter, wenn es so richtig staubig ist, dann ist die Ernte ja wirklich, also das ist ja richtig staubig. Ne? Wenn es so trocken ist und lange nicht geregnet hat, das ist richtig staubig. Also deine Klamotten sind sowieso komplett staubig, aber auch du selbst bist komplett staubig und das ist so richtig so eine riesige Wolke hinter dem Drescher. Das, was man hier an Staub im LS sieht, das kommt dem nicht mal ansatzweise nah. Ich fände es cool, wenn es so wäre, dass es wie in der Realität eben so ist. Wenn es vorher geregnet hat, ist es ein bisschen besser. Aber wenn es lange nicht geregnet hat, dann fände ich es cool, wenn da auch so im LS so eine riesen Staubwolke wäre, dass man gar nichts mehr sehen würde. So, jetzt habe ich mir Folgendes gerade spontan überlegt. Müssen wir die Gruppe noch wechseln. So. Jetzt habe ich mir Folgendes spontan überlegt. Wir machen mal, auch wenn das ein bisschen skurril ist, aber weil heute schön Wetter ist, nehmen wir mal hier unseren Porsche Diesel und hängen da den Anhänger dran. Das wäre vermutlich, in der Realität ein bisschen zu schwach, um das Ding zu ziehen. Vielleicht wird es funktionieren, vermutlich würde es gerade so funktionieren, aber der würde vermutlich ewig nicht in die Gänge kommen. Also da müsste man mit sehr viel Gefühl anfahren. Aber nach der letzten Trägertour-Folge habe ich einfach Lust, jetzt diesen Hobel hier mal kurz zu fahren. Sind wir auch mit diesem Lanz da gefahren. Ah, hier kann man nicht mehr die Schläuche an. Na gut, ist ja klar. Keine Hydraulik. Na komm, dann ziehen wir den leeren zumindest mal. Wir machen das mal so. Wir ziehen den leeren mal zum Feld. Und dann fahren wir mit dem. Dann lassen wir den da stehen und dann fahren wir später mit dem Johnny richtig ran. Das dauert ja sowieso ein bisschen, bis der dann gefüllt ist. Machen wir es so. Das geht vielleicht noch. Ja, ja.
Ja, ja, das ist genau, das sind Spiel. Das sind die Spezialisten hier, ne? Da kommt einer mit einem alten Träger rausgefahren. Muss ein bisschen gucken, dass er nirgendwo drankommt, oder wirst du angehupt. Uiuiui. Das alte Schätzchen, dem wird hier wirklich alles abverlangt. Herrliche Kombi. Ja, also es ist natürlich schon ein bisschen lustig anzuschauen. Aber wir machen das so, wir lassen den hier einfach jetzt, wie gesagt, stehen. Und dann wird er später von dem passenden Traktor dann eben abgeholt. Dann ist nämlich der Porsche auch mal wieder zum Einsatz gekommen. Den haben wir nämlich und einige von euch haben ja auch schon gefordert, dass der verkauft wird. Aber der Porsche wird nicht verkauft. Nur wenn wir wirklich richtig große finanzielle Probleme hier haben. Und ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein. Dann kann man mal drüber nachdenken. Aber ansonsten wird das einfach als Kultobjekt auf dem Hof behalten. So. Dann steigen wir wieder ab. Zum Ziehen braucht man die ganzen Hydraulikschläuche auch nicht, aber ich denke mal irgendwie für die Bremsen, Druckluft nehme ich mal an und für das Bedienen von dem von der Kippfunktion und sowas brauchen wir dann natürlich hier die Hydraulik. So nehme ich es mal an. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, jetzt ist der Drescher auch schon wieder fast entladen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge mache ich immer ein bisschen weiter und dann werden wir in der nächsten Folge die Ernte abschließen, werden die ganze Ernte dann rüberfahren ins Silo, werden... Vielleicht schaffen wir es auch noch hier mit dem Schwader zu arbeiten, dann müssen die Rinder noch mit Wasser versorgt werden, das muss ich auch unbedingt noch machen. Und ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel anderes Zeug zu tun und am nächsten Tag, also genau, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, hier mit dem Schweinestall und sowas, das würde ich auf Kreditbasis machen und ich würde es erst ab dem nächsten Monat, also ab September machen. Denn dann könnten wir nochmal die Wiese ernten oder Wiese mähen. Die ist aktuell auch schon erntereif offiziell, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man noch ein bisschen länger wartet, dann wird das alles noch ein bisschen größer und ich glaube, je fortgeschrittener ich hier im Spiel bin, desto mehr oder öfter werde ich das so machen, dass ich eben bis zum allerletzten Wachstumsstatus warte, wo das Gras dann richtig hoch ist, dann kann man zwar nicht ganz so oft mähen, aber man hat eben etwas höheren Ertrag und wir haben sowieso so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr so oft mähen muss und wir haben auch alles voller Heu und Silage und sowas auf dem Hof, habt ihr eben gesehen. Von daher tut das gar nicht mehr so groß Not, dass wir da wirklich ständig mähen. Deswegen machen wir es so, ich würde bis zum September warten. Bis dahin haben wir also auf jeden Fall noch Zeit, um da irgendwie Entscheidungen für den Schweinestall oder gegen den Schweinestall auf Kreditbasis zu treffen. Und dann würden wir einfach weitermachen und dann ab September einfach gucken, nachdem die Wiese, wie gesagt, gemäht ist. Dann wird nämlich auf einem Stück von der Wiese da das Gebäude gebaut. Und da später sollen ja auch noch Hallen drauf und solche Unterstellplätze und sowas für unsere Maschinen und Geräte und so. Aber das soll alles auf dieser Wiese da vorne passieren. Deswegen warte ich da erst noch bis September, bis ich das dann eben mähen kann und dann Abfahrt. So, Abfahrt heißt es auch für die Folge hier. War heute mal wieder ein bisschen so eine, ja, kleine Talk-Folge hier. Aber es muss auch mal sein. Habe ja schließlich, wie gesagt, einiges erlebt und einige Leute getroffen. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin schon gespannt auf eure Kommentare und auf eure Ideen, Wünsche und Vorschläge zum Projekt und eure Erinnerungen an Lion Gamer. So, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.